meine Einstellung. Viele Menschen können einen kleinen, aber mich ausmachenden Wesenszug von mir nicht nachvollziehen. Sie wundern sich immer über meine Einstellung, dass ich erst einmal nett zu jedem bin und mir erst im Laufe der Zeit eine Meinung über diese Persönlichkeit bilden will. Etwas, was dabei nicht vergessen werden darf, wenn ich nach einer bestimmten Zeit eine schlechte Meinung über einen bestimmten Typ Mensch habe, heißt das noch lange nicht, dass ich diesen Menschen auch nicht mag oder gar ihn nicht leiden kann. Ich bin also noch weiterhin nett zu ihm oder ihr, weil jeder Persönlichkeit ein wenig Respekt gebührt, auch wenn er oder sie sich noch so daneben benimmt. Genauso kann ich es nicht verstehen, warum viele Menschen, vor allem aber das weibliche Geschlecht, davon ausgehen, dass der erste Eindruck doch angeblich so wichtig ist. Denn nachdem ich meinen ersten Eindruck zum bestimmt 4235. Mal getäuscht hat, habe ich erkannt, dass dieser doch gar nicht so wichtig zu sein scheint. Außerdem habe ich eine nicht allzu gute Menschenkenntnis und kann es mir auch nur schlecht vorstellen, dass die überhaupt noch jemand hat. Früher war das ja mal ein überlebenswichtiger menschlicher Instinkt, aber heutzutage leben wir ja nicht mehr mit unseren Familien in solchen kleinen Sippen, die aus drei Hütten bestehen, welche um ein Lagerfeuer angeordnet sind und die vorsichtig vor jedem der drei jährlichen Besucher sein müssen. Meiner Meinung nach ist dieser eingebildete menschliche Weitblick nur der Versuch, jemanden, über den man eine schlechte Meinung hat, einfach nur in eine Schublade zu stecken und ihm oder ihr aus diesem Grund aus dem Wege gehen zu können. Also ein schlecht gewählter, vorgeschobener Grund, den manche dafür wählen, um mit jemandem, der oder die nur ein wenig anders ist, einfach nichts mehr zu tun haben müssen, diese Person zu meiden oder gar zu verstoßen. Jetzt bin ich unfallbedingt nicht nur ein wenig anders und versuche mein schweres Los mit Eigensarkasmus und viel Zynismus erträglicher zu machen. Es gibt da doch ein paar Leute, die damit nicht unbedingt klarkommen. Mir hilft es halt dabei, das von mir Erlebte zu verarbeiten. Und es wird halbwegs annehmbar, dass manche Leute anscheinend für lustig halten, dass ich nicht so bin wie sie. Meine Mutter hatte kurz nach meinem Unfall das Gefühl von mir, dass ich wohl früher ein totaler Arsch war, weil ich weiß, wie normale Menschen über Behinderte denken. Sie dachte, dass ich genauso über sie gedacht habe. Aber ich habe Menschen mit egal welcher Art von Behinderung als gleichwertige Bürger angesehen. Und weil ich sie immer verteidigt habe, weiß ich halt, wie viele normale Personen über sie denken. Weil ich halt von früher weiß, wie einige über behinderte Menschen gedacht haben, gehe ich davon aus, dass sie heute auch so über mich denken und habe Probleme damit, mich in der Öffentlichkeit sehen zu lassen. Ich kann es einfach nicht, meinen Kopf abzuschalten. Ich mache mir immer Gedanken darüber, was andere über mich denken. Das Phänomen dabei ist nur, dass ich mich benehmen kann wie ein entsprungener Affe. Wenn es absichtlich von mir ausgeht, ist es mir sowas von egal. Aber wenn ich nichts dafür kann, bin ich in dieser Hinsicht sehr schamhaft. Mir kommt es immer so vor, als ob ich nur noch ein Mensch zweiter Klasse bin. Zumindest werde ich oft so behandelt. Genau aus diesem Grund vermeide ich auch das Bad in der Menge. Oder wenn, dann benehme ich mich häufig sehr auffällig, um zu verstecken, dass ich sehr verletzlich bin.